Hallo Leute, Murphy und wir machen weiter mit Half-Life Blue Shift. Wir kämpfen gegen diesen Panzer da. Ja, hoffentlich schnell das. Zeitlich gesegnet. Perfekt. Hast du gut gemacht, Gordon. Wie auch immer. Schiebert. Nee, es war der aus den anderen. Da ist schon mal nichts Nützliches mit bei. Aber da drüben ist was Nützliches drauf. Ui, ich will da rauf. Nimm erstmal hier eure Munition, danke. Soll ich etwa unter den durchkrabbeln, damit ich da... wieder rauf. So. Und top. Danke. Wieso seid ihr so großzügig heute? Das gibt's doch gar nicht. Wow, 100 Leben und keine Rüstung. Na, das kann was werden. Noch viel Munition. Jo, sieht gut aus. Ich traue euch nicht. Was ist hier los? Hm. Es ist zu still hier. Ah. Es ist aber immer noch still hier. Okay, das könnte jetzt doch etwas problematisch werden. Dass mich das 20 Leben gekostet hat, das ist böse. Und hinter der stehen bestimmt welche. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ihr kennt meinen Spieldrang mit solchen Sachen, wenn die mal eben irgendwo rumliegen. Ach, Mann, und diesmal hat es nicht für die ganze Basis gereicht. Naja, was soll's. Von den besten Familien vor. Da hinten steht einer. Da steht keiner. Hey, cool, ich bin eingesperrt. Verdammt, er kann besser zielen. Das ist schlecht für mich. Oder? Au. Zwei ins Gesicht zu bekommen ist böse. Verdammt, das klappt so nicht. Müsst das anders lösen. Viel komplementabler. So, hopp. Ich müsste das noch anders lösen. Hey, kann ich doch. Allerwetterchi. Allerwetterchi. So, damit sind es zwei weniger. Oder waren das jetzt doch alle?
Mir soll es egal sein. Ich will die Küsten nämlich plündern. Da, Lebensenergie, yay! Munition, Granaten, weil ich noch so viele hab. So wenig hab. So. Noch mehr Lebensenergie. Rüstung wäre toll. Rüstung. Es ist eins an dem Wort Rüstung nicht zu verstehen. Gut, sieht so aus, als ob es gleich eine Massenschlacht gibt, sobald ich da reingehe und Rüstung habe. Einen dieser Schalter drücke. Hätte ich vielleicht erst den Wagen raufschieben müssen? Und was sagt mir, dass das nicht gut ist? Hallo, ich bin hier drin. Kann mich jemand hören? Jo. Eigentlich habe ich gedacht, dass du jetzt losfährst, aber anscheinend nicht. Wieso? Ich bin sicher, dass man dich da rausbekommt, aber wie ist die Frage? Hallo, ich bin hier drin. Kann mich jemand hören? Klar. Zeig dir mal, wie gut das geht. Ich bin Dr. Rosenberg. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich teilweise für das alles verantwortlich bin. Woher kennen Sie meinen Namen? Ach, ich verstehe. Armer Harold. Unser Plan war, zu einem der alten Prototyp-Labors zu gelangen. Es ging dabei um etwas, das nur wenige Leute in der Anlage wissen durften. Dieselbe Technologie, die für diese Katastrophe verantwortlich ist, könnte für uns jetzt die einzige Rettung sein. Wissen Sie, bei den Anfängen der Teleporter-Technologie, da war ich mit dabei. Das war lange bevor der Lambda-Komplex überhaupt gebaut worden war. Vielleicht liegt noch genug von der alten Ausrüstung dort herum, damit wir ein Gerät zusammenbauen können, mit dem wir uns aus der Anlage heraus teleportieren können. Auch wenn sich das für jemanden wie Sie ziemlich unglaublich anhört. Möglicherweise könnte ich Sie durch den Luftschacht in der Dicke schieben. Wenn Sie Glück haben, könnten Sie die Soldaten vielleicht überrumpeln. Versuchen wir das hier mal. Okay. Was sind die? Ah, da unten. Hört nur. Wisst ihr, dass ihr da unten eigentlich recht doof steht, wenn ich hier rumschieße? Boah, leck mich. Muss da irgendwie hochkommen. Alles klar. Wir müssen in den Bereich zurück, in dem Sie Harold getroffen haben. Der Zugang zu den alten Labors sollte immer noch da sein. Aber wir werden ein paar der neueren Gebäude durchqueren müssen, um dorthin... Okay, bleiben wir zusammen.
Daten werden geladen. Toll. Hey, und woher kenne ich die Stelle? Na, bleib du mal da unten. Vierter Flur, okay. Da noch einer drin? Ne, Bett. Gesichert. Lass uns weiter. Bam! Scheiße, sowas. Ich glaube, ich habe ihn noch erwischt. Drin ist auch jemand. Nicht? Hä? Ich habe doch gerade jemanden da drin gesehen. Was ist denn unser guter Professor eigentlich abgeblieben? Ist der jetzt noch hier unten? Professor? Gehen Sie vor, Kalun! Yay, ich heiße Kalun! Jetzt weiß ich's wieder. Danke, danke. Darum. Ah, das ist der hier. Okay. Wieso ist das Fenster wieder ganz? Der zur Hölle hat das Fenster ganz gemacht! Muss noch... Ah, okay. Nehmen wir ganz ehrlich, wer zur Hölle hat das Fenster ganz gemacht? Es war vor uns noch kaputt. Basement, yeah. Oh, cool. Sieht lustig aus. Kommt der mir wirklich hinterher? Oh Mann. Und ein... Na, ich hoffe einfach, dass er mitkommt, weil sonst habe ich ein Problem. Sicher, dass ich hier lang muss. Ich mag keine Überraschung von Gegnern, die irgendwo drin sind. Ach, da komme ich eh gar nicht hoch, fällt mir mal ein. Sicher, dass ich hier lang muss. Ich glaube, ich muss nur zur Treppe. Wobei, wenn... Folgen Sie mir, Mr. Kalun. Wir haben es fast geschafft. Wo bist du? Wo bist du? Ja dann. Wo entscheide ich doch mal vor, zurück. Wenn sie etwa hier? Da? Ja, hier ist es. Wir müssen hier durchbrechen, um zum Aufzug zu kommen. An deiner Stelle würde ich dann da aber nicht stehen wollen. Junge, mach hinne. Okay. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute. Wir hätten lieber den Landereaktor zur Flucht gewählt, aber die Leute dort wollen unbedingt gegen die Kreaturen kämpfen. Sie setzen alle Hoffnungen auf jemanden namens Freeman. Sollen diese Idioten doch versuchen, einen Kampf auszufechten, den sie nicht gewinnen können. Ich will hier nur rauskommen. Okay, jetzt sehen wir uns morgen. Bis dahin, Leute.